Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute, und herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf meinem Kanal. Zum heutigen Mod geht es um das Bunker-Silo mit Dach. Dieser Mod kam mir vor kurzem im Mod-Hub heraus und in diesem Video möchte ich euch diesen Mod hier mal genauer vorstellen. Vorab ein paar kleine Informationen. Ihr findet den Mod aktuell noch unter neueste Mods oder in der Kategorie Silos. Der Autor von diesem Mod heißt hier Yamo. Und die Modgröße beträgt sogar 0,31 MB. Ist in der Version 1.000 aktuell für alle Plattformen verfügbar. Wenn ihr diesen Mod hier zum ersten Mal auf der Konsole platzieren tut, kostet euch dieser ca. 5 Slots. Wenn ihr diesen Mod zum zweiten Mal platzieren tut, dann ca. nur noch einen Slot. Das Ganze ist zu finden im Baumenü, dazu geht ihr hier bei Bauen rein, dann bei Gebäude, dann bei Silos, dann ein Stück nach hinten und dann kommt auch hier schon unser Bunker-Silo mit Dach. Dieses kostet euch ca. beim Platzieren 45.000 Euro und die täglichen Unterhaltskosten betragen hier 50 Euro am Tag. So sieht das Bunker-Silo im Prinzip aus, ähnelt einem Standard-Silo. Dazu hat man hier noch das Dach hier oben drauf gemacht zum Beispiel. Ist an sich auch schön gemacht, da hat man hier mal einen kleinen Unterstand noch in diesem Silo drinne und kann man halt hier auch diese Häckselgut oder diese Grassilage hier schön gern lassen. Jetzt wollen wir das Ganze gerne mal auch ausprobieren, dazu habe ich mir jetzt diese Kombination genommen zwischen dem Fend und dem Fliegelanhänger und laden jetzt im Prinzip mal ein bisschen Häckselgut. Jetzt gebe ich euch noch einen Tipp. Da wir da ein Bunkersilo haben mit Dach, werden jetzt zum Teil die Anhänger, die nach oben kippen, nicht von Vorteil. Deswegen nehmt einfach Anhänger, die einen Schubboden haben. Oder die Anhänger, die nur nach hinten auskippen. Weil wenn ihr nämlich einen Anhänger nimmt, der kippt und nach oben geht, dann bleibt der sehr leicht an den Dach hängen. Deswegen habe ich mir jetzt auch zum Beispiel hier diesen Fliegelanhänger genommen. Da fahrt ihr das Ganze einfach hier so rein. Dann bekommt ihr natürlich links die Anzeige schon. Und könnt das Ganze dann hier auch schön verteilen zum Beispiel. Ich fahre jetzt ein, zwei Mal hier rein. Um das Ganze halt ein bisschen zu verteilen im Vorfeld schon. Um mal gucken, ob man da auch dann schon eine Plane bekommt für drüber. So, dann fahren wir mal den Anhänger mal kurz weg. Stellen wir mal ab. Und fahren mal mit dem Traktor mal das Ganze hier noch ein bisschen platt. Dass wir halt hier auch die 100% erreicht haben. Um zu schauen, ob wir jetzt noch eine Plane schon bekommen. Oder es noch ein bisschen braucht, womit man dann erst zudecken kann. Hier haben wir jetzt ungefähr schon fast 80% davon. Ne? Jetzt haben wir 90% und dann auch sogar 100%. Dann fahren wir mit dem Traktor mal raus. Und dann haben wir hier aktuell das Silo abdecken mit L3. Und dann können wir hier das Silo abdecken. Und schon haben wir hier diese Silo-Plane dabei. Ist wiederum auch schön gemacht und der Mod hat nur 0,31 MB. Also den könnt ihr euch auf jeden Fall laden und gerne mal auch mal ausprobieren. Wir machen demnächst auch mal ein paar Mod-Tests noch. Und dann wollen wir hier dieses Silo auch mal vollfahren. Mal gucken, wie viel da so reinpasst. Ne? Und ja, dann sind wir hier schon zum Ende von diesem Video hier angekommen. Ich hoffe, euch hat das Video hier gefallen. Wenn ja, lasst mir auch gerne mal euer Feedback da. Falls ihr Fragen habt, Anmerkungen oder gern mehr, schreibt es mir doch gerne bitte in die Kommentare. Besucht mich gerne auch auf meinem Twitch-Kanal oder gerne auf meinem Discord-Kanal. Die Links findet ihr unten in der Videobeschreibung. Dann wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.